Das haben wir der D-Mark zu verdanken. Mit ihr begann das Wirtschaftswunder und Ludwig Erhard hat sie eingeführt. So wurde dieser Herr Erhard auch für mich zu dem, der er für meine Eltern längst war. Der Garant unseres Wohlstands, der Vater der deutschen Mark. Doch stimmt das eigentlich? Kam der Wohlstand tatsächlich mit der D-Mark? Und war Ludwig Erhard dafür verantwortlich? Um das herauszufinden, fahre ich auf ein abgelegenes Kasernengelände in der hessischen Provinz. Hier soll die Geburtsstätte der D-Mark liegen. Ich treffe Bernd Niesel. Er leitet das Museum der Währungsreform, das heute an dieser Stelle steht. Das ist das Haus, in welchem das Konklave stattfand, wie das Vorhaben Währungsreform genannt wurde. Ich erfahre, dass die amerikanische Militärregierung im sogenannten Konklave von Rotwesten 1948 die führenden deutschen Währungsexperten zusammen. Heute waren für die Zeit der Arbeit hier von der Außenwelt abgeschottet. 7 Wochen, die sie hier waren, durfte keiner dieses Areal verlassen, um die Geheimhaltung sicherzustellen. Die deutschen Währungsexperten glauben, selbst wichtige Entscheidungen zu treffen. Die Wahrheit war anders. Vorschläge wurden komplett ignoriert. Alle Vorgaben standen längst fest. Die Amerikaner haben bestimmt, und das führt letztendlich dazu, dass die Deutschen sagen, wenn die Währungsreform nicht klappt, Alliierte, seid ihr schuld, ihr habt es ja nicht so gemacht, wie wir wollten. Die neue Währung und ihr neuer Kurswert waren längst beschlossene Sache. In einer Geheimaktion hatten die Amerikaner bereits neue Geldscheine gedruckt und sie nach Deutschland verschifft. In Bremerhaven wurde das Geld in Holzkisten verpackt, die die Aufschrift Doorknob, also Türknaufe, hatten, von Schiff auf Eisenbahn umgeladen und in Frankfurt in Bunkeranlagen, die nicht mehr gebraucht wurden, eingelagert. Es waren insgesamt 23.000 Holzkisten Türknaufe. Tatsächlich war es... Experte saß in Rotwesten nicht einmal mit am Tisch. Während des Konklaves war Ludwig Erhard überhaupt nicht hier. Er hat wahrscheinlich die Währungsreform erlebt, wie die Bevölkerung auch, als am 18. Juni die Ausgabe der D-Mark angekündigt wurde. Doch Ludwig Erhard nutzte die Gunst der Stunde und wandte sich in einer Radioansprache als Erster an das deutsche Volk. Die Währungsreform wird uns alle in der Überzeugung festigen, dass ein fleißiges Volk mit harter Arbeit trotz aller Widrigkeiten bestehen, gesunden und auch wieder zu neuer Wohlfahrt kommen kann. Fleißiges Volk und harte Arbeit. Als sich am Tag nach der Währungsreform die Schaufenster wieder mit Waren füllten, erlebten die Deutschen das als ihr Wunder. Doch sie jubelten dem Falschen zu. Ludwig Erhard strickte weiter an seiner Legende. Er habe sich gegen die Anweisung der amerikanischen Militärregierung durchgesetzt, verkündet er stolz, als er die Preisbindungen aufheben ließ. Darüber konnten die Amerikaner nur staunen. Erhard could not have done it without Allied headquarters approving. Erhard hätte dies ohne die Zustimmung der Alliierten nicht tun können. Denn Ludwig Erhard stand unter Aufsicht der ökonomischen Abteilung des Alliierten Hauptquartiers. Auf Allied Headquarters. Gegen den Willen der Amerikaner hat also gar nichts durchsetzen können. Seine Währungsreform war allenfalls zweitrangig. Wie bedeutend war die Währungsreform für das Wirtschaftswunder? It was only after the currency reform. Erst nach der Währungsreform begannen die Menschen wieder zu arbeiten und kam die Industrie wieder auf die Beine. Industry started to get organized again. Bis dahin gab es keinen Grund für die Menschen hart zu arbeiten, weil es keine harte Währung gab, mit der sie etwas hätten kaufen können. Und die Währungsreform war sehr schnell sehr erfolgreich. Ohne sie hätten wir kein Wirtschaftswunder gehabt. Hilfe der Nazis übernommen hatten. Den Akten zufolge setzten sie alles daran, eine Rückgabe des Betriebs zu verhindern. Offenbar verfügten sie hierfür über beste Beziehungen. Natürlich hatten diese Unternehmer Verbindung in die Politik,
zur Verwaltung und Ähnliches und haben das natürlich genutzt, um ihre Position zu festigen. Und dann beginnen die Ariseure im Grunde genommen, sich ans Wirtschaftsministerium zu wenden, an das Justizministerium, bis hin auch zu Ludwig Erhard. Ludwig Erhard nutzte seine einflussreiche Position und forderte die amerikanische Militärregierung in einem Brief auf, eine Rückgabe der Rosenthal AG an die rechtmäßigen Eigentümer im Interesse der Wirtschaft zu verhindern. Die Amerikaner fragten sich, wieso Erhard so vehement Partei für die Ariseure ergriff. Die Antwort hat Jürgen Lilteicher in einem amerikanischen Geheimdokument gefunden. Die Amerikaner entdecken, dass Erhard einen Beratervertrag mit der Rosenthal AG hat und im Jahr 12.000 D-Mark für einen Beratervertrag bezieht und in dem Fall sagen, dass damit verliert Erhard eigentlich seine Integrität. Im Grunde genommen dann so argumentiert wird, Erhard wurde gekauft. Der Fund war eine Sensation. Er zeigte, dass der deutsche Wirtschaftsminister gemeinsame Sache mit den Ariseuren machte und dabei eigene finanzielle Interessen verfolgte. Insofern stufte der amerikanische Geheimdienst Erhard von da an als Lack of Character. Das war schlichtweg Charakterschwäche. Erhard hätte sich nicht einmischen dürfen. Aber er war auf Geld aus, so wie viele andere auch. Gier ist eine schreckliche Krankheit. Ganz offenbar verärgerte das trübe Spiel Erhards die Amerikaner. Sie machten Druck auf die deutsche Politik und erreichten, dass es im Rückgabeverfahren der Rosenthal AG wenigstens zu einem Vergleich kam. Die Familie Rosenthal erhielt eine Entschädigung, die allerdings immer noch unter dem tatsächlichen Firmenwert lag. Ich erzähle Turpin Rosenthal von den Ergebnissen meiner Recherchen und von der Rolle, die Ludwig Erhard damals spielte. Ludwig Erhard ist mir als Persönlichkeit und als einer der Köpfe hinter dem deutschen Wirtschaftsaufschwung bekannt. Und dass er diese Rolle gespielt hat, wusste mein Vater sicher nicht. Sag mal so, Geschichte ist ja immer von dem Sieger geschrieben. Das ist ja nicht nur im Krieg so, das ist ja auch in der Wirtschaft so. Und die Geschichte von Rosenthal würde vielleicht etwas anders geschrieben werden, wenn diese Geschichte bekannt wäre. Der Fall Erhard wirft die Frage auf, ob auch andere Politiker bereit waren, die Moral über Bord zu werfen, nur um das Wirtschaftswunder nicht zu gefährden. Damals stellten die Deutschen keine Fragen, sondern pflegten lieber die Legende vom